Das heißt, Mensch plus Maschine wird lehren und Mensch und Maschine wird auch gemeinsam lernen. Was ich aus meiner Sicht noch viel hilfreicher finde, ist der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Also hier zum Beispiel auf solch eine Veranstaltung gehen, sich inspirieren lassen, wie machen es andere. Tja, die Frage, wie man jetzt umgeht mit dieser Technologie und wie man sie in die Lehre integriert, in der Schule wie in der Hochschule, ist eine ausgesprochen schwer zu beantwortende Frage, weil die Einsatzmöglichkeiten so vielfältig sind. Im ersten Schritt braucht man eine gute Idee. So, und das ist gar nicht so einfach, denn viele sind ja doch, ich bin ja auch Hochschullehrende, man hat so seinen kleinen Trott, man hat so seinen Stil, den man über die Jahre entwickelt hat und hat so eine Vorstellung, wie so ein Modul abläuft und dann kommt, ja, eine Veränderung, die schon sehr gravierend ist, die aber auch ganz viele neue Möglichkeiten bietet und deshalb ist diese Phase, eine Idee zu generieren, wie ich dieses Thema, was ich vermitteln möchte, ganz anders unter Einbindung von Tools wie ChatGPT und Co. gestalten kann, eine ganz, ganz wichtige Phase. Und da hilft ChatGPT manchmal sogar selber, indem man einfach sagt, so, wie könnte ich das jetzt einsetzen? Was ich aus meiner Sicht noch viel hilfreicher finde, ist der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen. Also hier zum Beispiel auf solch eine Veranstaltung gehen, sich inspirieren lassen, wie machen es andere, also national wie international, einfach mal so Studien sich anschauen. Es gibt ja unzählige Publikationen, die sich mit dem Einsatz solcher Werkzeuge in die Lehre beschäftigen. Und ich glaube, wer dann sucht, der findet auch, wer sich bemüht. Aber man muss so eine gewisse Veränderungsbereitschaft schon mitbringen. Also man muss eine gewisse Neugierde haben, auch Mut haben, das dann auch wirklich umzusetzen, Experimentierfreude. Und dann macht es den meisten auch Spaß. Also die meisten genießen das dann auch. Die Frage der Fitness oder Readiness for AI ist auch wieder eine sehr schwierige Frage, denn das Thema ist ja nicht ein Thema, was stabil ist, sondern ein Thema, was sich jeden Tag und sehr rasant entwickelt. Das heißt, wenn du heute ready bist, bist du nicht zwingend auch morgen ready oder übermorgen ready. Das heißt, sowohl Lehrende wie Lernende müssen sich darauf einstellen und das machen eigentlich auch. Also insbesondere die Lernende sehr intensiv. Sie stellen sich darauf ein, was können die Tools. Sie sondieren und schauen natürlich, welche neuen Werkzeuge es gibt, wo und wie man sie einsetzen kann, weil man natürlich auch ein Eigeninteresse hat, ne? Weil es die Arbeit erleichtert, das Studieren erleichtert, eine Zeitersparnis bringt, qualitätssteigernd wirkt und so weiter. Von daher ist so ein kontinuierlicher Qualifizierungsbedarf notwendig für beide Gruppen, für die Lernenden, die natürlich unter Anleitung eigentlich lernen sollten und nicht autodidaktisch, und insbesondere auch für die Lehrenden. Und für die Lehrenden habe ich empfohlen, schon im April letzten Jahres bei diesem Bundestagsausschuss zum Thema ChatGPT, dass wir eine KI-Taskforce Bildung einrichten, die zentral gemanagt wird und schnell mit großer Reichweite die Lehrenden wie auch die Verantwortlichen im Bildungsbereich updatet, informiert, qualifiziert für das, was hier gerade passiert und dann auch kontinuierlich weiter daran arbeitet. Und wir müssen einfach das Thema Weiterbildung überall ganz, ganz anders denken, zumindest in diesem Bereich, weil diese Entwicklung so schnelllebig ist und wir diese Entwicklung auch nicht wirklich steuern können. Wir können sie auch nicht ausbremsen. Wir sind, wenn man so will, ausgeliefert und es hilft nichts, es ist alternativlos. Wir müssen einfach mitlernen. Die Art und Weise, wie jetzt diese Technologie auf Hochschulen einwirkt und welche Veränderungen sich zeigen, die kann man an vielen Diskussionen, also bei Konferenzen oder Tagungen wie hier dem University Future Festival, kann man die schon sehr gut anhand der Agenda erkennen. Also wenn man sich die Titel der Präsentation oder der Vorträge anschaut oder der Ausstellung, diejenigen, die dann im Ausstellungsbereich sind, dann erkennt man schon, dass sich so einiges verändert. Das heißt, es ziehen auf einmal Avatare ein. Die Frage der Werkzeuge ist eine ganz relevante Frage. Das heißt, da kommen auf einmal neue Tools rein in die Hochschullandschaft. Da kommen auf einmal neue Zuständigkeiten auch rein. Neue Teams werden gebildet, die sich um das Thema kümmern, also auch in der Organisation von Hochschulen. Justiziare beschäftigen sich mit Themen, also neue rechtliche Fragestellungen, die kommen. Aber die Lehre wird natürlich und Lernen wird sehr viel digitaler, wird sehr viel individueller, wird sehr viel selbstbestimmter, personalisierter.
Also das sind ganz viele Aspekte. Und wie das dann perspektivisch weitergeht und wie die Hochschule der Zukunft aussehen wird, wenn wir diese Entwicklungsgeschwindigkeit und diese Veränderungsdynamik extrapolieren, da ist die also fällt mir die Aussage extrem schwer. Wir haben vorhin die International University erlebt mit ihrem Vortrag. Die haben eine Setea, ein Lernbuddy oder Studierbuddy entwickelt, der von den Studierenden sehr gut angenommen wird, der dazu führt, dass man deutlich weniger Zeit benötigt, um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen. Ich hatte vorhin in meinem Vortrag vorgestellt, die Hong Kong University, die KI-Dozenten einführt. Es wird also sehr viel mehr mit KI Dozenten oder manche nennen sie Tutoren, Study Buddies, Mentoren, gibt viele Begrifflichkeiten, die sich in diesem Umfeld tummeln, wird stattfinden. Das heißt, Mensch plus Maschine wird lehren und Mensch und Maschine wird auch gemeinsam lernen. Ja, die Frage, was sind Grenzen für den Einsatz dieser Technologie, die wird, je nachdem, wen man fragt, ganz unterschiedlich beantwortet. Ich hatte vorhin schon Justiziare genannt, wenn man diejenigen, die rechtlichen Fragestellungen zu verantworten haben oder klären sollen, fragt, dann sind dort Datenschutzaspekte, werden immer als erstes genannt. Ne? Ist das überhaupt erlaubt, solche Systeme einzusetzen? Wenn man jetzt so die im Finanzmanagement Tätigen befragt, da kommen natürlich die finanziellen Restriktionen, also haben wir überhaupt die finanziellen Mittel, um auch mal solche Lizenzen zu bezahlen. Und es ist ja auch nicht mit dem Kaufen oder Lizenzen getan, sondern man muss eben auch Schulungsangebote anbieten, man muss das Ganze einführen, man muss das Ganze administrieren. Also da gehört dann schon eine IT-Abteilung dazu, die sich das dann auch zutraut. Wenn man selber etwas entwickeln will, dann braucht man eigentlich noch mehr eigenes, qualifiziertes Personal, was dann solche Aufgaben übernimmt. Von daher gibt es ganz, ganz viele Grenzen. Aber es gibt eben auch so vom Mindset her Grenzen. Es gibt auch Präsidien, die äußern relativ deutlich die Aussage, dass sie nicht zu einer Fernuniversität mutieren möchten, das heißt Präsenzhochschule bleiben möchten und den Anteil der digitalen Lehre nicht zu groß, also der digitalen Lehre nicht zu viel Raum geben möchten, um nicht Gefahr zu laufen, dann keine Präsenzhochschule mehr zu sein. Also von daher sind die Grenzen, die Limitationen, die Hindernisse, die wir hier erleben beim Einsatz dieser Technologie aus unterschiedlichsten Perspektiven, auch sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Der KI-Campus macht das eigentlich heute schon ganz wunderbar, ist ein zentraler Ankerpunkt, so eine quasi Anlaufstelle, wo man sehr viel hilfreiche Informationen findet, von Beginn an, also als es anfing mit ChatGPT, hat es dort gleich viele Informationen gegeben. Wir können dort auch Beiträge platzieren, auch das ist sehr hilfreich. Man findet dort eine Community vor, man findet ein Netzwerk vor, um sich gemeinsam auszutauschen, voneinander zu lernen. Manchmal hilft es auch, sich wechselseitig Mut zu machen, zu sagen, wir versuchen es einfach mal gemeinsam. Und von daher ist das schon großartig.